Hallo meine Liebe, hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal Vita und Oleg. Ich bin Vita und heute würde ich gerne auf Deutsch sprechen. Heute war ich schon in der Arbeit. Heute habe ich kurz gearbeitet. Momentan bin ich zu Hause, also bin ich nach der Arbeit. Jetzt bin ich in unserer Küche, habe ich viel Zeit für mich und werde weiter Deutsch lernen. Vor dem Deutschunterrichten werde ich gerne eine Tasse Kaffee vorbereiten. Gleichzeitig werde ich gerne erzählen, was neu passiert. Also, was neu? Meine Sprachschule wieder geschlossen ist. Deswegen bin ich traurig. Das ist schon zweites Mal. Damit habe ich Pech. Ja, das heißt, lerne ich weiter selbst. Ein Jahr davor habe ich gedacht, dass ich Deutsch gut sprechen werde und die Prüfung B1 bestehen würde. Aber noch nicht. Also, was ist los? Ja. Leute, wieder hören. Das ist für Leute, die in eine Wohnung wohnen wollen. Ja, deswegen möchten wir ich mit Oleg unsere Träume Haus haben. Ja, was ist? Und Wohnung renoviert einfach. Also, ich habe meine Tasse Kaffee. Normalerweise trinke ich mit Milch, ja, und jetzt lade ich euch ins Wohnzimmer ein. Und jetzt werde ich Deutsch lernen, aber möchte ich etwas zeigen. Wie habe ich früher gesagt, dass mit Grammatik habe ich nicht so schlimm. Aber ich brauche Worte, neue Worte. Das ist mein Problem. Deswegen lerne ich täglich neue Worte. Das heißt Verben und Nomen. Ich muss viele Worte kennen, um Deutsch besser zu sprechen. Also Leute, heute lerne ich neue Verben, obwohl ich viele Verben kenne, aber trotzdem mache ich viele Fehler in der Vergangenheitsform. Oder absolut weiß nicht, wie spricht man in Vergangenheit. Liebe Freunde, auf YouTube habe ich viele Kanäle gefunden, mit denen ich unterrichten kann. Hier habe ich auf unserem Kanal haben wir Playlist und hier habe ich Playlist Deutsch. Ja, und zum Beispiel letzte Tage lerne ich Verben. Hier zum Beispiel habe ich Videos. 100 deutsche Verben. Also einfach höre ich. Ja, hier gibt es viele Verben, die kenne ich. Geblieben. Verben, die kenne ich, höre einfach. Verben, die ich kenne nicht, dann Notizen. Abbiegen.
auf Russisch поворачивать. Mit dem Auto zum Beispiel, ja? Links oder rechts abbiegen. Поворачивать влево, вправо. In der Vergangenheit ich bog ab oder ich hab abgebogen. Und hier schreibe ich Beispiel. Ich bog nach links ab. Ich habe nach links abgebogen. Und so weiter. Zweite Worte betonen. Aber das ist nicht so nicht kompliziert. Zum Beispiel, ich wusste nicht dieses Wort. Bewältigen. Bewältigen. Das heißt auf Russisch управлять, справляться. Mit Problemen zum Beispiel. In der Vergangenheit bewältigte, Entschuldigung, das ist nicht so gut Deutsch spreche. Ich versuche auf jeden Fall, ja? Oder ich habe bewältigt. Und hier Beispiel. Ich habe dieses Problem bewältigen. Oder ich bewältigte dieses Problem. Ja, gibt es viele Verben, die ich kenne nicht. Leider. Und deswegen lerne täglich. So aussieht mein Deutschunterricht. Und jetzt möchte ich sagen, dass ich habe noch andere Episoden, wo ich Deutsch lerne. Die Links zu anderen Episoden und zu Kanälen mit Deutsch findet ihr unter dem Video. Auch unter diesem Video findet ihr deutschen Text dieses Video. Und jetzt, meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis nächstes Mal. Tschüss!